Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Nur zu fragen. So, hier liegt nichts mehr rum, was wir brauchen könnten. Und hier auf dem Tisch ist, glaube ich, auch nichts mehr, ja. Was wir machen könnten, wäre mal kurz rasten, nachdem wir die roten Magier hier besiegt haben. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. So. Den Schatz hatten wir auch schon geplündert. Hatten ein paar schöne Sachen gefunden. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, durch die ganzen Goblins den Weg zurückkämpfen, die draußen rumlungern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Scheinbar nicht. Okay, jetzt können wir uns in Ruhe hier noch in der Enklave umsehen. Ist damit eigentlich Neras Quest abgeschlossen, ja. Der Assadeur Adol wurde von eben jenen Goblins gefangen. Das kennen wir, glaube ich, alles schon. Der Assadeur Adol wurde von jenen Goblins gefangen, die er versehentlich aufbeschworen hatte, als er sich sein Nachtmahl zubereiten wollte. Das Gute daran war, dass sie ihn wie einen Gott verehrten. Das Schlechte war, dass ihr Gott gerne Baumrinden und rohe Schnecken isst. Noch viel schlimmer war aber, dass ein harter Hobgoblin-Bursche namens Hogdog von der Sache erfahren und sich entschieden hatte, Adol als Gefangenen zu halten, sodass er sich selbst zum König der Goblins ausrufen konnte. Glücklicherweise konnte ich Adol aus der Gefangenschaft befreien. Unglücklicherweise habe ich auch so den roten Magier Ekador direkt zu seinem weiteren Hasardeur geführt, den es für ihn gefangen zu nehmen galt. Schließlich habe ich aber mit Hilfe von Nera und Adol diesen Entführern aus den Reihen der roten Magier sein Ende bereitet. Mhm. Ja, jetzt können wir uns in Ruhe hier umsehen. Können auch gucken, was im Norden ist, wo die Irren wohnen. Wie der eine Goblin gesagt hat. Und ich will ja echt nichts sagen, aber wenn ich mir es teilweise so ansehe, sehen die Texturen von dem Gebiet arg schlecht gemacht aus. Da haben sich die Entwickler der Enhanced Edition irgendwie keine so richtige Mühe gegeben. Also irgendwie sieht es wie langgezogene Originaltexturen aus, teilweise so richtig matt und matschig. Also gar nicht so im Kontrast zum Rest. Also der Berg hier, der Felsen sieht irgendwie unnatürlich aus im Kontrast zu dem Grünzeug hier. Muss ich leider so sagen. Oh. Okay, verdammt viele Schreckenswölfe und normale Wölfe. War das jetzt die Rache dafür, dass ich mich beschwert habe über die Texturen hier? Und ja, wir könnten einfach mal den Höhlenbär rauslassen. Worum? Wie ihr wünscht.
Okay. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Ja? Nur zu fragen. Aber natürlich. Okay. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ich dachte, ich könnte den Höhlenbär auf die Goblins loslassen, aber der wollte dann lieber auf mich losgehen. Ah. Okay. So viel dazu, dass ich dem seine Freiheit wiedergeben wollte. Aber nein, er wird gleich aggressiv und pampig. So, noch mehr. Wölfe. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gibt ja doch viel, wo man hier lang gehen kann. Hey Eichhörnchen, schau mal, wie ich einen Hasen aus dem Hut ziehe. Schon wieder? Kein Ass mehr im Ärmel? Presto. Oh. Hoch war ich das etwa? Aha, bleibt zurück und gebt Acht. Ihr braucht nur zu fragen. Sehr interessante. Ich fühle mich so sinnlich. Sehr interessante Begegnungen hier. Wie kann ihr braucht nur zu fragen? Noch mehr Wölfe. Ah, hier haben die Goblins ein bisschen Wald abgeholzt. Wahrscheinlich um ihre Lager und Brücken zu bauen. Oh, hi Maghreb. Also Maghreb wohnt hier im Norden. Gut zu wissen. Bleib weg, Schwarzbären. Nein, ich will keinen Krieg mit euch. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Hallo Maghreb. Vergreift euch nicht an der Natur, oder sie vergreift sich an euch. Achtung, sie lagen zwischen den Bäumen, da hinter dem Fels. Nein, warte, das war nur der Schatten einer Wolke. Ihr müsst wachsam sein, sie kamen aus dem Nichts und jetzt sind sie überall. Was ich sehe, gar nicht. So beruhigt euch doch. Atmet tief durch und erzählt uns, was ihr gesehen habt. Seid ihr sicher, dass ihr nicht von den falschen Pilzen genascht habt? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ich verrücktes Geplapper hören will, spreche ich mit Nera. Wie gemein. Seid ihr sicher, dass ihr nicht von den falschen Pilzen genascht habt? Natürlich, ich kenne alle heimischen Pilzarten und... Hey, vielleicht sprießen sie ja aus den Pilzen. Ich habe noch nie davon gehört, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, macht das Sinn.
Etwas hat euch offensichtlich sehr erschüttert. Was habt ihr gesehen? Ihr werdet es nicht, uns nicht leichter machen, oder? Nun spuckt es schon aus und wir werden unser Bestes tun, daraus schlau zu werden. Goblins, sie fielen vom Himmel oder sprangen voll ausgewachsen aus dem Gras. Ich weiß ja auch nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass sie Rilsa getötet haben, als sie versucht hat, mit ihnen zu reden. Ich kann mich nicht allein gegen sie stellen. Immer mit der Ruhe. Ihr habt offensichtlich eine Menge durchgemacht, aber jetzt seid ihr sicher. Nun erzählt, was geschehen ist. Jetzt reißt euch mal zusammen. Ihr redet wirres Zeug. Wisst ihr, ich habe keine Zeit, um noch mit einem Irren zuzuhören. Aus dem Weg. Nehmen wir mal das Erste, weil wir wissen ja, wo die Goblins herkamen. Vergebt mir, mein Name ist Magreb, Rilsa und ich wachen seit Jahren über diese Gegend und wir hatten hier nie Schwierigkeiten mit Goblins. Seit sie sie getötet haben, bin ich vor Trauer halb besinnungslos. Mehr als nur halb, würde ich sagen, kommt zum Punkt. Ich kann euren Schmerz verstehen, Magreb, es ist hart, jemand Geliebtes zu verlieren. Sprecht weiter. Vor ein paar Monaten macht es plötzlich Puff, dann waren da Goblins, soweit das Auge reicht. Zuerst sind sie beim Haus eines alten Magiers erschienen, aber dann sind sie in die Höhlen im Nordosten gezogen und haben ihn mitgenommen. Nicht viel später kam ein großer Hobgoblin und hat sich zum König des Stammes ernannt. Ich glaube, ich habe diesen alten Magier getroffen. Ich habe sie alle bis zum letzten Goblin abgeschlachtet, Rilsa ist gerecht. Ich habe mich um die Stirnfriede unter ihnen gekümmert. Die Überlebenden dürften nun sehr viel bereitwilliger sein, mit euch zu verhandeln. Ich glaube, ich habe diesen Magier getroffen. Er könnte noch am Leben sein, aber seit ihn die Goblins in ihre Höhle getragen haben, habe ich Adoy nicht mehr gesehen. Ich nahm einfach an, dass sie ihn getötet haben, so wie auch meine arme Hilsa. Könnt ihr mir noch etwas über diesen Hobgoblin erzählen? Die Goblins nennen ihren neuen König Rockdog. Anscheinend hat er sich zum Hohenpriester einer ihrer Götter ausgerufen. Das klingt sonderbar. Rockdog? Gottrock? Ob er göttliche Fähigkeiten hat? Bestimmt kann er Felsen in Goblins verwandeln. Obacht, da ist einer unter euren Füßen. Keine Sorge, das ist nur ein Kieselstein. Könnt ihr mir noch etwas über den alten Magier erzählen? Entspannt euch, ich werde mich um diese Goblins kümmern. Wo kann ich sie finden? Was kannst du mir über den Magier sagen? Ah ja, das weiß ich schon. Ich werde mich um diese Goblins kümmern. Sie haben einige Höhlen im Nordosten übernommen. Seid vorsichtig in dieser Gegend. Sie schicken so viele Patrouillen aus, dass ich es bisher nicht wage, nah genug heranzugehen, um mir das Leiche zu bergen. Arme Rilsa. Sie wollte doch nur mit ihnen reden. Das war wohl die Leiche, die wir beim Schatz gefunden haben. Ja, ich habe mich um die Stirnfriede gekümmert. Vielleicht ist das die beste Lösung. Ihr seid es auch so gewollt, dass ihr diejenigen verschont, die offen für eine friedliche Koexistenz sind. In unser beider Namen, Rilsas und meinem, danke ich euch. Habt ihr herausgefunden, wo diese Goblins meine Rilsa ermordet haben? Noch nicht, aber ich werde mich bald darum kümmern. Vergreift euch nicht an der Natur. Oder sie vergreift sich an euch. Ich hoffe, ihr hattet nicht so viel Ärger mit den ortsansässigen Goblins. Das klingt so ungewohnt. Ortsansässige Goblins. Bis neulich hatten wir sowas noch nicht. Habt ihr herausgefunden, wo diese Goblins meine Rilsa ermordet haben? Müssen wir jetzt nochmal in die Höhle zurück? Die Leiche untersuchen? Meinen Tagebucheintrag haben wir jetzt nicht. Und da oben will ich nicht hin, wo die Bären mir im Weg sind. Wie lauft ihr bitte? Okay. Offensichtlich Wegfindungsprobleme hier.